Also doch, wir haben so eine komische Box gedroppt. Yay. Na, perfekt. Okay. Ich muss auch mal unbedingt den neuen Umhang leveln. Den normalen Umhang. Weil dieser Promo-Umhang ist leider bald aus. Und wenn er aus ist, dann... RIP. Okay, Drang Rank 35 ist echt absolut ausreichend für diesen Dungeon. Ich weiß auch nicht genau, warum die Mobs hier 30 sind und nicht 35. Ich glaube, wäre halt auch eine gute Idee, wenn man den Anfang ein bisschen anpassen würde. Aber by the way, die Gelddrops hier sind nicht schlecht. Soll ich die mal AOEen oder so? Wow, wie viel AOE-Damage machen wir hier? What the fuck, okay. Ja, okay, das geht halt auch, ja. Holy shit. Hab ich jetzt nicht erwartet. Ich weiß nicht, ob es schneller ist als durchlaufen. Beziehungsweise müssen die noch größere Mengen Mobs killen. Was halt wahrscheinlich dann sogar so auf die Art und Weise besser ist. Ich will uns einfach mal heilen. Holy shit. Und weg mit dem ganzen Müll hier. Achso, letzte Folge. Ich habe übrigens noch nachgeschaut. Wir haben wirklich so viele Oris und Moons gedroppt. Ich habe auch mal Dani gefragt, ob das irgendwie ein Bug ist oder so, ob das einfach so gewollt ist. Es ist halt wirklich gewollt. Also es ist echt verrückt, aber es ist halt wirklich... It's not a bug, it's a feature. Wirklich, ohne Witz. Also ich verstehe es nicht. Man kann 0 bis 400 droppen. Ich meine, heute habe ich 0 gedroppt, was halt, ja, ein bisschen ironisch ist. Aber, ja, also ich finde das halt total übertrieben irgendwie. Also kann ich nicht nachvollziehen, warum halt so viele Dinge droppen. Keine Ahnung. Kann ich nicht, weiß ich nicht. Ich meine, klar, es soll sich halt lohnen und so, das verstehe ich schon und so, aber es sollte halt nicht so übertrieben sein in meinen Augen, oder? Also ich würde halt so 0 bis 75 machen und selbst dann wäre es halt noch ziemlich gut, weil ich meine, man braucht für den Boss 3 Minuten maximal. Für 3 Minuten Aufwand, das ist halt... Ja, wofür? Wofür einfach? Warum? Ich meine, es ist kein Aufwand. Die Keynes bringt halt ein Achtel davon. Mit mehr Aufwand. Weißt du was? Lassen wir mal den Perrin offen. Einmal zum Schauen, wie viel Geld wir droppen können. Alter. Das ist schon krass, oder? Ich meine, Dinge sterben wirklich weg wie nichts. Kommt schon her. Jo. Und wir kriegen halt sogar wirklich noch ein bisschen XP hier. Die Standard-XP für Dragon Rank 30 Mobs. Ich mag den Dungeon. Auch wenn wir in den ersten Run hier nichts geglaubt haben, ist er trotzdem okay irgendwie. Alter, und weg. Wie lange sind wir aktuell drin? 4 Minuten erst. Wir sind bis erst 4 Minuten im Dungeon. Das ist doch heftig, oder? Also ich find's schon heftig. Na, jetzt kommt noch so ein Kackvieh. So, und ab zum Boss. Und weg damit. Genau, jetzt diesmal ein Drop-Buff voll. Schauen wir mal, was wir jetzt droppen. Bin sehr gespannt. Hier machen wir auch wieder weniger Damage. Ah ne, sorry, machen wir nicht. Alles super. Ich hab nur verschaut. Okay. Naja, mal abwarten.
jetzt einfach instant eine Ding zu droppen, das wäre wirklich geil. Das wäre halt echt nice. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Wir haben noch zwei Runs dann. Und wie gesagt, selbst eine HP-Kette wäre cool. Und by the way, ja, ich überlege auch gerade noch, was wir machen mit dem hier. Auf Ulti upgraden würde das auch Sinn machen. Oder ich level halt noch eine Stunde, aber ich weiß nicht, ich bin momentan schon so müde. Ich verbringe momentan so viel Zeit mit Lernen. Wieder gar nichts? Wow. Das Ding ist halt, das große Problem auf Dragon Crusade. Droppst du entweder alles oder nichts. Oder anders formuliert. Entweder droppst du dauernd oder droppst nie was. Und in 99% der Fällen hängt das einfach damit zusammen, ob man halt diesen Gilden, also diesen GW-Buff hat halt eben oder nicht. Also ich meine, es ist natürlich schon cool, dass es halt so einen GW-Buff gibt und so. Und ich meine, GW sollte halt auch generell mehr gespielt werden als halt eben sonst und so. Aber ich meine, schau mal her. Die doppelte Droprate. Es kann halt einfach nicht balanced sein, so. Ich meine, ich farme mittlerweile eigentlich nur noch, wenn ich diesen Buff habe, sonst farme ich eigentlich gar nicht. Also wir hatten noch GW, dann hätte ich jetzt halt gewartet bis nach dem GW, halt, weil offensichtliche Gründe. Da halt heute kein GW mehr ist und so, farme ich eben jetzt noch schnell. Aber ich meine, wir sehen es halt so, also mit dem GW-Buff halt, man droppt halt so unendlich viel mehr. $136 million bis jetzt. Ich überlege übrigens gerade auch, ob wir noch schnell das Geld dann investieren sollen für Ulti-Upgrade. Ach ja, by the way, ich habe offscreen noch das Ding auf Ulti plus 8 gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich das schon erwähnt habe vorher. Keine Ahnung. Ja. Generell, Suit habe ich auch noch auf plus 20 gemacht. Also Ela plus 20 meine ich. Generell muss ich sagen, ist unser Equipment mittlerweile eigentlich schon einen recht guten Punkt. Also so viel kann man gar nicht mehr verbessern momentan. Ich meine, Awakes sind halt okay, würde ich jetzt mal sagen. Mindestens okay. Sogar mehr als okay eigentlich in meinen Augen. Und ja. Ich weiß nicht, wofür diese Kiste hier ist. Keine Ahnung. Ist vielleicht genau ein AOE, um die wegzumachen. Naja, egal. Jetzt haben wir leider keine Dungeon Portals mehr. Ein bisschen schade. Aber ist okay. Alter, schau mal auf die HP-Leiste, wie die runtergeht. Das ist doch krank, oder? Das Ding droppt, das ist halt wirklich. Das ist halt krass. Ja, und ich überlege gerade, soll ich noch eine Stunde leveln dann? Jetzt haben wir 0.20 Uhr. Ja, 0 Uhr, das ist halt eine blöde Zeit irgendwie. Das Ding ist. Warum sehe ich meinen Upcut nicht? Man, das regt mich auf. Das Ding ist halt irgendwie so. Ich muss halt bis um 1:30, mindestens bis um 1:30 leveln. Also halt eben jetzt die Runs noch fertig machen, dann halt bis um 1:30 leveln. Und. Ich meine, eine Stunde leveln vergeht in der Regel recht schnell. Aber andererseits, eine Stunde ist halt eine Stunde und ich glaube, ich farm lieber, oder? Ja, ich glaube, ich farm lieber noch schnell ein paar Super A-Protect offscreen. In Demon, Crystal Demon, wie heißt das Ding? Gott, ey. Ich sehe es nicht. Dust Cave heißt das Ding. Ich glaube, das macht halt irgendwie mehr Sinn. Vor allem, warte mal, ich bin ja AOE, ich kann die jetzt wahrscheinlich super schnell killen und halt alles sammeln und so. Ich glaube, es kann halt echt gut abgehen. Ja, ich glaube, ich mache das eher noch. Wie viele Dungeons haben wir noch vor uns? Kann man schon schauen, wir sind aktuell bei Crystal Demon. Wir haben halt gar nicht mehr so viel vor uns.
Ja, okay, das Ding ist auch wieder komplett geisteskrank irgendwie. Ja, das ist alles krass. Hier 100, 180 gibt es die letzten Waffen. Uff, habe ich gar keinen Bock drauf. Letztes Jahr hatte ich Bock drauf gehabt, aber dieses Jahr, boah, ich glaube nicht. Wand hier. Ja. Das Problem ist halt in Flife so ein bisschen, so du kriegst auch nichts mehr Neues dazu irgendwie so. Also von den Waffen her. Es sind einfach immer wieder höhere Stats und das war's halt. Aber so wirklich interessant wäre halt, ich weiß nicht. Ich überlege gerade, also vielleicht so prozentuale Stats wäre noch ganz cool, auch wenn es halt so eine gleiche Kerbe schlägt. Was war sonst noch cool? Halt neue Skills, also werden wirklich godlike, das wäre halt geil. Oder eine passive Fähigkeit. Holy fuck, das wäre geil. Für eine passive Fähigkeit würde ich auch bis 180 leveln. Also zum Beispiel, dass man den Boss halt irgendwie, zum Beispiel, dass man diesen Skill hier als Psykeeper passiv casten kann. Hoho, das wäre geil. Das wäre auch richtig unique. Da hätte ich richtig Bock drauf. Da wäre ich sofort dabei. Das wäre lustig. Man schreibt einfach weiter nach, weil ich mir die Ultra Pick-Up-Pads bekommen kann. Achso, ja. Down gebaut und nie nachgeschaut, geil. Habe ich noch irgendwie Dinge hier auszugeben? Nicht mehr, oder? Scheiße, ich habe keine Anarchie-Coins mehr. Oh nee. Das ist blöd. So, jetzt hier, komm, drop mal was. Ich will nicht mal eine Kette haben. Alles außer der MP-Kette ist okay. Jetzt droppt er wieder nichts. Ich kill doch hier den Boss, oder? Ja klar, das updatet sich immer wieder. Hä, what the fuck, das gibt's doch nicht. Ich meine, ich muss doch hier was toppen, oder? Auch diese komischen Dragon Token hier, droppe ich irgendwie nicht. Geht einfach mal gar nichts voran. Kann es nicht sein. Okay, wir haben jetzt, ich nehme das seit 22 Minuten auf. Und ich war noch ein bisschen am Rerollen und am Verpeiltern und so. Das heißt, eigentlich ist noch gar nicht mal so viel hier am Start. Also eigentlich auch noch gar nicht mal so lange hier drin. Ich meine, zeitlicher Aufwand und halt kein Drop ist halt okay. Wenn man jetzt hier irgendwie 20 Minuten Dungeon drin wäre, wäre es was anderes auf alle Fälle. Aber so ist es halt eigentlich okay. Und ja, wie gesagt, ich meine, hätten wir jetzt halt einfach diesen GW-Buff, dann würden wir halt einfach droppen bis zum Umfallen. Das ist halt einfach gerade das, was mich persönlich stört. Ist immer blöd, wenn sich halt leveln oder farmen oder sonst irgendwas einfach nicht lohnt, wenn XY. Das ist halt auch immer einfach, ja, auch schon wieder ein Zeichen von schlechtem Balancing einfach. Kann man halt auch nicht irgendwie anders sagen. Ich glaube auch, ist langsamer, oder? Also für drei Mobs okay. Aber die Posi backen halt auch wieder rum ohne Ende. Auch so ein Ding, was man unbedingt mal fixen müsste. Ja. Nee, also ich glaube, ich fahre jetzt noch schnell die Cave. Wie heißt das Ding? Crystal Cave? Demon Cave? Nee. Das komische Ding da eben. Und ja, dann glaube ich, gehe ich auch langsam Richtung Bett. Ich habe gerade eine Cash-Stange hier. Ja. Bisschen was farmen, bisschen was essen. Und dann ab ins Bett. Ich glaube, das ist ein Plan. So.
So, und weg damit. Alter, wie die HP droppen. Ich frage mich ja gerade, wie hier die anderen Klassen eigentlich abschneiden. Also, falls ihr auch aktiv spielt, da könnt ihr gerne mal in Kommentare schreiben, wie viel Schaden das ihr so macht, wie lange es ihr für den Dungeon braucht und so weiter. Würde mich echt interessieren. Also, ich denke mal, Ela ist sehr ähnlich. Ah, wobei, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Ela ist sogar ein bisschen langsamer. Und ich denke mal, Blade ist vielleicht noch vergleichbar schnell. Wobei, auch da bin ich nicht ganz sicher. Und mit diesem Dot-Skill laufen wir wirklich durch und effektiv one-hitten die Viecher halt. Ich meine, das Casten dauert halt lang, okay, aber... Ja. Ist ja trotzdem ein One-Hit effektiv. Und ich meine, One-Hits sind halt einfach immer relativ effizient. Vor allem ein Blade oder so musst du erstmal reinlaufen, zieht irgendwie erstmal 10 Akkus. Ja. Kann halt irgendwie auch wieder nicht schnell oder effizient sein, glaube ich. Powerful Pet, yay. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache hier. Die Pets leveln einfach zu langsam. Und da muss ich sagen, das ist eine Kritik, die ich verstehen kann. Denn als AOE-Typi bist du hier einfach so krass. Also ich meine, ihr seht es selbst, oder? Ihr seht es selbst, wie ich die Pets gelevelt habe. Ich meine, ich habe das erste Pet einfach auf S gemacht in kürzester Zeit. Dann das XP-Pet auch schon auf A in kürzester Zeit. Knapp 22%. Also, ja. Das Ganze geht schon echt. Ich sage nicht, dass es zu schnell geht, das AOE. Wobei es schwer einzuschätzen ist. Gewissermaßen könnte man auch sagen, geht es zu schnell, das AOE. Aber das größte Manko ist einfach eher, dass die anderen, die 101s, einfach viel langsamer sind. Also ich level halt... Ich meine, wenn ich halt 10-mal so schnell level... Ich sage mal, ich level realistisch 2,5-mal so schnell wie die anderen Klassen. Vielleicht sogar 3-mal so schnell. Was auch schon ein Problem ist. Und... Naja, wenn ich halt an die Pets eben entsprechend genauso schnell oder so viel schneller level, ist halt sehr kritisch. So. Ich brauche unbedingt mehr Super Moonstones, das ist echt ein Problem. Aber ich meine, ich habe ja haufenweise Sakrophag-Dinger, ich meine, kann ich ja farmen und bis zum Umfallen. Also vierter Run, irgendwas muss hier schon droppen. Also das wäre echt nicht geil. Ich meine, es gibt auch Nieten, sagen wir jetzt mal. Ich meine, es gibt 4 Ketten, glaube ich, oder? Sonst gerade sind es 4 oder 5. Ne, 4 sind es, genau. Die MP-Kette ist eine absolute Niete, die kann man wegschmeißen, wenn man die droppt. Die anderen 3 sind halt okay. Weil auch die Attack-Necklace eigentlich nichts wert ist und der HP ist eigentlich auch relativ wenig wert. Oh! Holy shit. Okay. Gut, das ist, Das lief gut. Das lief richtig gut. Holy shit.